Hallo, ich bin's wieder, Thomas Friebe, Sprecher, Coach und Co-Autor des Bestsellers Transform. Und mein persönlicher Held heute bei 24 Tage, 24 Helden, ist Eugen Simon. Er war früher Journalist mit dem Schwerpunkt Sport, ist dann für RTL als Korrespondent nach Australien gegangen, um dort von den Olympischen Spielen zu berichten und hat sich dann entschieden, dort zu bleiben. Er ist heute Coach, Unternehmer und ein begnadeter Redner. Und ich habe ihn getroffen auf einem Sprungbrettseminar hier in Köln, in der Nähe von Köln, in Lohmar. Und das war eines der besten Seminare, die ich in den vergangenen 3 bis 4 Jahren besucht habe. Also, wenn sich die Möglichkeit ergibt, an irgendeinem Seminar von Eugen Simon teilzunehmen, tu es! Eine Idee daraus möchte ich mit euch teilen, und zwar eine kleine Übung zu erfolgsverhindernden Entscheidungen. Und zwar habe ich diese Übung dort gemacht. Damals gab es diese schönen, wahnsinnigen Sachen zum Ausfüllen und auch sehr umfangreich. Es ist ein 2-Tage-Seminar gewesen. Und ich habe da jetzt noch mal reingeschaut und musste entdecken, dass meine erfolgsverhindernden Entscheidungen, ich war da 2012, glaube ich, Perfektionismus war. Ich bin zu Perfektionismus. Ich bin zu Perfektionismus. Ja, wenn ich zu Perfektionismus wäre, dann hätte ich das jetzt gelöscht. Aber ich lasse es jetzt drin, weil ich gar nicht mehr so perfektionistisch bin. Das ist gar kein Antreiber mehr von mir. Und zwar, weil ich auf diesem wunderbaren Sprungbrettseminar mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Meine erfolgsverhindernde Entscheidung war damals immer, es musste alles genau und perfekt sein und sitzt das jetzt und können wir das so rausgeben und sitzt da jedes Komma. Und das war was, was mich unheimlich zurückgehalten hat. Und das habe ich da geändert. Und jetzt bleibt sowas drin wie ein oder ein Versprecher oder die Frisur sitzt nicht richtig oder das Licht steht doch nicht so 100%. Tu es einfach, sage ich mir innerlich. Mach's einfach. Warte nicht darauf, dass es perfekt ist. Fang einfach an. Ja, also jedem zu empfehlen. Ich habe auch das 7 Tage in 7 Tagen zum Erfolg-Programm von Eugen Simon. Ich habe ihn damals auch getroffen da und habe ein bisschen mit ihm gesprochen. Sehr faszinierender Mensch. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Das mache ich einmal im Jahr, gehe ich da durch mit einem sehr umfangreichen Workbook hier, so schön vollgeschrieben. Und ja, tut es. Also, ich freue mich, wenn ihr mir hier einen Kommentar dazu hinterlasst, was deine oder eure erfolgsverhindernde Entscheidung ist und wenn hier eine lebhafte Diskussion entsteht. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, dein Thomas Friebe.